Es wird langsam dunkel, der Nightshoot kommt, es ist Nacht und Marlin kriegt wieder einen kleinen Ausraster. Das Video von Marlin. 100 Kilometer barfuß laufen in 24 Stunden. Ich habe das Video nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, ob er es schafft, wann er abbricht. Ich gucke in der Sekunde hier auch nicht in den Chat unten, weil ich nicht will, dass hier irgendwas gespoilert wird. Let's go. Ist das bei euch auch so übersteuert? Das kratzt so. Hallihallo, hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Survival Marlin. Heute ein Survival-Selbstversuch. Kann man 100 Kilometer in 24 Stunden laufen? Ja, kann man, habe ich geschafft. Aber barfuß? So sehen sie noch aus. Hier hinter mir befindet sich das quasi der Startpunkt vom Mammutmarsch. Dort werde ich heute versuchen, 100 Kilometer in 24 Stunden barfuß zu laufen. Es ist möglich, Szenario XY passiert und ihr habt keine Schuhe mehr. Kann man aus dem Stand, ohne Training? Ich habe nicht einmal vorher trainiert. Aus dem Stand, wie viele Kilometer schafft man? Was passiert, wenn die Füße gehen sie kaputt, bleiben sie heil? Wir kriegen es heute raus. Sie zieht gleich aus, Socken aus. Warum habe ich das gemacht? Ja, damit ich keine Stiefel mitschleppen muss. Ganz einfach. Ja, ah. Also, ihr seht, ich habe hier so ein... Ah, okay, schon mal ganz clever. Ja. So ein Tactical Belt an. Das ist mein First Aid Kit. Da ist alles drin, um Wundversorgung zu betreiben. Wunddesinfektion dabei, ein paar Schmerztabletten, eine Rettungsdecke, alles sowas, was man braucht, wenn man barfuß 100 Kilometer laufen will. Hier an der anderen Seite ist quasi Elektrozeugs drin. Um zu laden von Kameras und Handy. Und für euch auf Instagram natürlich auch ein bisschen euch auf dem Laufenden zu halten. Ja. 5 Minuten Terrine, ein paar Wärmepflaster, Megabyte, bevor wir natürlich losrennen. Die gesunde Alternative findet ihr in der Beschreibung. Erster Link. Da geht's. Ein paar Socken, aber eher zum Wiederaufwärmen. Verpflegung. Alter, der hat nicht ernsthaft jetzt Burger mit oder was? Also, erstmal, ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wie viel er schafft. 100 Kilometer ist auf jeden Fall eine Ansage. Ich bin auch am Überlegen, ob ich mich dem Projekt auch noch stelle. Natürlich nicht barfuß, sondern normal. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ach so, genau, dieser Gürtel. Also, ich bin ja mal gespannt, aber das wäre jetzt, das wäre jetzt nichts für mich, sage ich ganz ehrlich. Also, weil du in der Bewegung dieser Gürtel, ich weiß nicht. Also diesen Gürtel fühle ich gar nicht. Weil was ist denn in diesem Gürtel drin? In diesem Gürtel ist dieses First Aid Kit Zeug drin, was echt leicht ist da drin. Und die Powerbank. Ja, die kannst du auch in den Rucksack packen. Warum hat er diesen Gürtel um? Packung für Chris, eine Packung für Martin. Nüsse. In verschiedensten Variationen. Einmal Epa-Kekse, haben nochmal ein bisschen Runtime. Ein Handtuch, eine Flasche mit Wasser, nochmal Runtime. Ganz wichtig, Poncho, Ärmelpolster für die Nacht. Ja, warte mal, was war das für ein Poncho? Richtig, Poncho. Das ist irgendein anderer Poncho, der ist ja ultra klein. Polster für die Nacht, Gaskocher mit Gaskartusche. Lol. Zum einen, um die Füße aufzuwärmen, zum anderen, um sich eine Suppe zu kochen. Freunde, und das war's. Chris hat quasi genau das gleiche Set. Das wäre mir irgendwie zu viel, sage ich ganz ehrlich. Das wäre mir zu viel. Auch nochmal, aber er hat Schuhe an. Was glaubst du, wie viele Kilometer schaffen wir? Oder ich? Also ganz ehrlich, wie viele Kilometer schafft man? Ich habe vorher, wo ich nur von dem Projekt das erste Mal gehört habe, habe ich gesagt, 20 bis 30 Kilometer war mein Tipp. Im Nachhinein glaube ich aber, dass er deutlich mehr geschafft hat. Realistisch? Realistisch. Bist du schon auf barfuß gelaufen? Noch nie. Selbstversuch beginnt in 3, 2, 1, los. Mammut! Marsch! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und los, die Spannzeit! Das sind keine 100 Kilometer mehr. Achso. Hä? Schuhe aus! Schuhe aus! Ja, warte. Stimmt, da war ja noch was. Okay. Temperatur 11 Grad. Ja, das ist schon knackig. 9 Uhr geht's los. Startpunkt Strandbad Möggelsee. Jahreszeit, Monat, Herbst, Oktober. Okay. Bin ich so langsam? Was ist denn los? Die sind alle schon weg. Martin ist einfach jetzt der Letzte schon. Wir sind vielleicht 100 Meter, 50 Meter entfernt. Es ist so krass kalt, dieser Boden. Aber das hier ist geil. Rasen läuft sich wie Teppich. Hoffen wir mal, dass viel Rasen kommt. Also, Oberflächen, Naturbelassen 7,5 bloß Untergrund, das ist Kies. Ja, Asphalt 20,6. Naja, schön.
und keine Hundehaufen. Ja, der erste Mimimi nach 200 Metern. Krass, aber ohne Scheiß. Kurz noch mal zeigen, wie die Füße vorher aussehen. So sieht er vorher aus. Als krass, es ist kalt, es ist ultra kalt und glaube, das ist auch das allergrößte Problem. Na dann, machen wir ein bisschen Strecke. Hey Martin, jetzt dreh ich schon am Schieten hier. Mach denn jetzt Abkürzung oder was? Ja, aber da hat mir keiner gesagt, dass hier Eichen liegen. Also eigentlich geht's ja hier lang, ne? Das sind ja dann keine 100 Kilometer mehr. Ich wusste vorher schon, dass er durch ist. Diese Hütchen von den Eicheln piekst mir überall da hier. Also ich muss sagen, barfuß, das hätte ich nicht gemacht. Besser als Kastanien. Also wir sind gerade bei Kilometer 1, ich weiß nicht wie... Ah, okay, das ist geil. Da, Leute, sowas liebe ich ja. So Karteneinblendungen, so ein paar Informationen und so weiter. Finde ich richtig geil. Startziel, 5 Kilometer, 7 Kilometer, 10, 15, 17. Ich sehe nicht durch, egal. Wie weit ich komme, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was ihr glaubt, wie weit ich komme im Oktober. 20 wenn's bis 30. Wenn es nass ist, wenn es alles... Alter, es spritzt Steine. Asphalt ist so ultra kalt, das ist krass. Können wir mal die Füße einmal ganz kurz angucken? Weißt du, wie sie aussehen? Ja, dreckig halt. Geht, ich bin voll da. Der hat nur seine Schuhe verloren, keine Angst. Schuhe kann ja jeder. Ah ja, hier die Mädels. Ey, die haben mich voll ausgelacht, hast du gehört, wa? Haha, du bist voll bescheuert, der Typ. Scheiße. Geh zurück mehr. Oh, hier, sowas. Das hier bricht mir dann das Genick. Ja, das weiß ich meine. Und das siehst du halt nicht auf den ersten Blick. Ja, Glasscherbe, das ist hier, ne? So eine Glasscherbe. Wenn du dir die in den Fuß haust, dann ist Feierabend, ey. Ja, ist halt die Frage, ob das Feierabend ist, ne? Das ist halt das... Die Frage ist, wann ist halt Feierabend? Und die Frage ist nämlich auch, wenn er jetzt eine Blase hat, die aufsticht und verarztet mit einem Verband und so weiter, läuft er dann weiter oder bricht er dann ab? Also wann ist halt wirklich Schluss, ne? Stellt euch vor, ihr pusht euch schön Koffein in den Körper und dann geht's los. Ja, es ist ungefähr so, als wenn du mit deinem Auto losfährst, aber die Handbremse angezogen hast. Die erste Stunde ist um, Freunde. 2,4 Kilometer haben wir ungefähr. Weiter geht's. Okay, spannend. 2,4 Kilometer nach einer Stunde ist circa 50%. Also normal sagt man so 5 Kilometer im Schnitt. 5 km/h. 100, der schafft niemals 100 Kilometer, sag ich euch ganz ehrlich. Also es gibt nur drei Varianten. Entweder er schafft die 100 Kilometer, auf keinen Fall. Er läuft 24 Stunden lang durch, das wäre schon richtig krank. Oder er bricht vorher ab, aber safe bricht er vorher ab. Oha! Lass mal jetzt gucken, ich glaube, ich habe Glas unter den Sohlen. Kannst du mal gucken? Hier unten am Hacken irgendwo. Ist aber zu sehen? Müsste grün sein. Nee, ist nicht. Nee, ganz sicher? Mhm. Das ist nur... Hier irgendwas, siehst du was? Nur Dreck. Oh. Was jetzt? Hä? Warum läuft der jetzt durchs Wasser? LOL! Das ist mies. Die Kastanien haben ja so eine Außenhülle, wo so über so Stacheln drauf sind. Da war gerade so ein Feld. Ganz groß. Uah. Aber wo kommen die jetzt alle her plötzlich? Er war doch der Letzte am Start. Oder sind diese mehrere Startwellen, schätze ich mal. Das sind mehrere Startwellen. Aber sieht schon schön aus. Kilometer 7, meine Freunde. Es gab gerade ein kleines... 7? Na, du müsstest jetzt fast schon 3 Stunden unterwegs sein. Getränk. Oh, das kenne ich da. Da war ich schon. Barfuß. Immer noch barfuß. Ich muss mal pinkeln. Übernehmen wir bitte. Oh, dieser Boden. Der sieht so harmlos aus, aber der ist richtig... Boden. Strecke. Da lang. Hat er da jetzt ernsthaft eine Magazintasche an der Seite, wo er sein Handy reinpackt? Lull. Oh, Bogi, Alter. Eine Sache fällt mir gerade ein, die ich vermisse. Das Wiegen des Rucksacks am Anfang. Ja. Nee. Geht nur mit... Ich wollte für die Füße. Für die Füße. Moment, komm mal. Ja. Dahin. Nehm mal ein Stück beiseite. Oh.
Oh, ja, perfekt. Danke. Supi. Geht weiter. Supi. Die klassische Brotzeit. Ach, schön. Weiter. Haben gerade aktuelle Geschwindigkeit von 2,8 km/h okay, pro Stunde. Ja. Das heißt, im Durchschnitt habe ich 3,1. Wir machen gerade gut Pace. Auto! Wir befinden uns auf 3,5 Stunden. Ich würde sagen, dafür, dass ich aus dem Stand loslaufe, ist das bis hierhin auch schon eine gute Leistung. Ist ganz, finde ich gerade geil, die Szene mal diese verschiedenen Untergründe zu zeigen, wo er halt über so langläuft aus der gleichen Perspektive. Finde ich cool. Was ist passiert? Manning ist gerade in Hunde-AA eingetreten. Groß. Echt jetzt? Kino? Oh, stinkt, ey. Schön in die Kacke. Was jetzt? Hä? Ihr joggt jetzt oder was? Chris ist kurz ein bisschen verloren gegangen, weil ich gerade mal kurz ein bisschen einen flotten Marsch gemacht habe. Weil die Muskulatur so übelst hart war und durch dieses bisschen Rennen, oder Rennen ist ja nicht, nur halt einen anderen Gang annehmen, lockert sich die Muskulatur wieder. Martin ist auf jeden Fall ganz schön am Sweaten. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber gut, er joggt gerade halt ein bisschen. Komm, wir müssen voran. So, wir sind kurz vor dem ersten Checkpoint nach 17, irgendwas Kilometer. Ist schon stark. Aber ich glaube auch, dass das Ende so ein Hardcut ist. Ich glaube nicht, dass irgendwie was passiert und dann läuft er noch weiter und dann wird es immer schlimmer. Ich glaube, irgendwann kommt so ein Hardcut mit Füße und Offenes vorbei. Bin ich fest von überzeugt. Mal gucken. Was essen, ein bisschen was trinken. 17 Kilometer haben wir. Barfuß. Ich hätte gerne den Mars. Kilometer 17. Da setzt sie sich ab die Blase. Das hier. Also da. Ah, hier, ne? Hier rundrum. Da, wo ich den Finger drauf gezippt habe. Sind wir dabei. Guten Appetit. Es gibt Gurke. Was hat denn dieser Gurke auf sich? Der Nebeneffekt dabei. Füße da. Hey, was denn? Wo hat denn er die jetzt die Isomatte her? Wo hat er denn die Isomatte her? Nee, ich hab Kacke an meiner Matte. Da ist jetzt Kacke dran. Ja, ich hab da den Hacken abgelegt. Der muss jetzt, ja, wir müssen auf die Zähne bringen. Schon kurz, schon noch locken. Da geht nicht drauf. Sag mal, ja, Fußinfektion oder so. Ich muss die Navigation. Gurke sollte wegen der Elektrolyte sein. Echt so? Ist Gewürzgurke so ein Ding? Habe ich noch nie gehört. Banane halt, ne? Der Tour auf in den Richtung Osten. Und gleich geht draußen jetzt weiter mit einem absolut fürchterlichen Fußboden. Dieses Profil hier, ja? Ah, ist einfach die absolute Hölle. Ganz sag mies. Den Leuten, wie es dir geht. Mir geht's eigentlich ganz gut. Aber? Das schmerzt ein bisschen im Nackenbereich. Ja, vom hier Rucksack. So? Oh. Ja, vom Rucksack. Da mache ich vorsichtig. So, gut? Also komplett hart, du hast hier eine Verspannung. Oh, was jetzt? Nach. Dann ist aber Schluss. Ich krieg nämlich die ersten Krämpfe in den Waden. Hast du hier einfach die Klettfläche dran? So, zack. Fertig. Was haut er sich jetzt da rein? Link in der Beschreibung. Grüße gehen raus an Niklas und Feier. Geiles Ding. Das ist der Scheiße. Finde ich gut. Fällt mir. Wie Martin einfach gefurzt hat, um seinen Husten zu verdecken. Oh, jetzt wird's schon dunkel. Uha. Uha. Ich glaube, wir haben gerade Kilometer 24. 19:34. 24 Kilometer schon. Oh, warte mal. 9:34. Das heißt, die sind jetzt seit 10 Stunden unterwegs. 10,5 Stunden. Ach, steht ja da drüber.
Oh, ich war gerade am Rechnen, dabei steht sie ja drüben. 10,5 Stunden, 24 Kilometer, naja, im Schnitt 2,5 Kilometer ganz grob. 20 erreicht. Ich schalte jetzt mal in den Nightshoot-Modus, weil ihr seht, ihr seid komplett überblendet. So. Ich hab gerade eine Fliege eingeatmet. Seht ihr das da hinten am Licht? Wir sind also nicht alleine auf dem Track. Krass, okay, weiter. Hold the line, my friend. Jetzt muss ich straight the line. Ich will nicht mehr anmachen. Warte, ich mach das zurück, haltet vor mir. Schön langsam laufen, genau. Sie sehen nicht gut aus. Im Dunkeln siehst du ja da. Sie fühlen sich auch nicht gut an. Oh, jedes Mal. Oh, ist wirklich nochmal ein anderes Ding, hier im Dunkeln durch den Wald zu rennen. Barfuß. Das ist geisteskrank. Ja! Ah! Mann! Leute, fällt euch was auf? Fällt euch was auf zur Durchschlagübung aus meinem Video? Es wird langsam dunkel, der Nightshoot kommt, es ist Nacht und Martin kriegt wieder einen kleinen Ausraster. Martin wird zum Choleriker, kann das sein? Das ist das gleiche wie bei der Durchschlagübung. Was ist da los? Und ich sage, wie bei der Durchschlagübung wird jetzt in der Nacht abgebrochen. Safe. Safe. Das Video, ach gut, das Video geht noch ganz schön. Ich glaube nicht, dass die bis zum Morgen durchlaufen. Niemals. Vielleicht ist Martin so eine Art Werwolf. Alter. Ja. Was ist da los? Ich sag mal so. Wer noch schreien kann, wer noch rumjammern kann, der hat noch zu viel Kraft, da ist noch zu viel Energie da. Erst wenn die Leute ruhig werden, dann wird's gefährlich. Aber wenn sie noch schreien können... Oh. Oh. 25,4 Kilometer, 11,5 Stunden. Leute, ich bin gespannt. Ich hab predicted 20 bis 30 Kilometer. Das war meine Idee am Anfang. Oh. Oh. Wie sieht's aus? Geht's noch? Oh, Schmerzen. Kalt. Wade. Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass er jetzt Wadenkrämpfe kriegt. Weil du läufst ja recht langsam. Aber vielleicht liegt es auch daran, weil er unterschiedlich den Boden und so weiter ausgleichen muss, dass er andere Spannung drauf ist oder so. Oh. Wie bei den Sunnies. Der am lautesten schreit, wird als letzt behandelt. Also ich sehe halt nur Sand. Ja. Wir sehen keinen. Ja, hier sieht es aber schon gut aufgeweicht aus. Das ist irgendwie so voll faltig hier. Oh, nicht da anfassen. Oh, warte mal. Wir sehen kein... Das ist irgendwie so voll faltig. Hier sieht's auch schon... Naja. Oh, nicht da anfassen. Oh, weiter. Einfach mal was Schönes machen, Leute. Oh, der Weg ist jetzt auch Horror, ne? Der Weg ist halt auch Horror. Tut so weh, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe jetzt schon ein paar Mal so einen dicken, fetten Stein im Hacken gehabt. Ey, das ist wie... Das geht durch jede Pore, durch jede Faser des Körpers. Oh. Warte. Das DRK, Deutsche Rote Kreuz, wurde von der Einsatzzentrale beauftragt, uns zu finden und uns zu begleiten, da die Angst bestand wegen Barfuß in der Dunkelheit, Wald und der vorherrschenden Temperaturen, dass uns was passieren könnte oder wir Hilfe brauchen. Bis zur nächsten Straße, Bahnhof, wurden wir dann eskortiert. Null. Ich habe die Anweisung von meinem Einsatzleiter. Ah, okay. Ich habe ihm gesagt, dass der Veranstalter das weiß und dass ihr barfuß lauft und so, aber er möchte das so. Lol, aber geil. Irgendwie feiere ich das. 27,4, 12,5 Stunden. Der Abbruch naht, Leute. Der Abbruch naht. Du siehst einfach nix. Was von oben, null Blick für Tiefe oder so. Kein Relief, gar nichts. Jetzt mal Echtzeit, wie schnell man hier laufen kann. Hier sind überall Steine, einzelne kleine Steine, sowas hier, die dir das Genick brechen. Hier, sowas. Das tötet Menschen. Wir haben 58.362 Schritte. Man sieht's. Auf der linke, der hier ist hier. In dem Bereich geschwoll, im Gegensatz zu dem hier. Und ich habe übelste Probleme, den Fuß so anzuknicken oder so nach vorne zu beugen. Echt?
Kenne ich jetzt nicht. Aber ich habe auch keine Ahnung davon. Ja, das ist schon ein bisschen geisteskrank. Aber gut, wir gehen weiter. Ich sag Mammut, ihr sagt. Ich habe mich jetzt ein bisschen vorgekämpft. In 30 Metern rechts und links. Was? Ja! Ja! Hä? Ja! Es sind zwar nur 30, aber ist egal. Ich wollte gerade sagen. Hä, was sind jetzt nur 30? Ich dachte gerade schon. Ja, 100! Wie viel hast du jetzt? 30. Okay. Aber sie waren hart erarbeitet, die 30. Ja, auf jeden Fall. Das, oder? Deine Füße? Welche Füße? Knapp 13 Stunden, 30 Kilometer aus dem Stand, nie vorher barfuß gelaufen. Geisteskranker Shit, hätte ich niemals gedacht. Mir tut alles weh, vor allem die Waden. Oben der Spann auf dem Fuß. Ich hätte gedacht, dass die Füße offen sind. Wir wollten eigentlich weiterlaufen, aber das DRK und auch der Bandscheid haben uns davon abgeraten, weil es einfach ultra dumm wäre. Weil ab jetzt kann uns niemand mehr helfen. Also ich will für mich irgendwann die 100 Kilometer barfuß voll schaffen. Heute ist hier leider Schluss. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da nach oben natürlich. Abonniert den Kanal, damit ihr auch weitere Projekte oder neue Versuche nicht verpasst. Also erstmal, völlig kranke Idee, geil gemacht. Ultra fetten Respekt dafür, 30 Kilometer durchgezogen zu haben. Eine kleine Sache triggert mich so ein bisschen, ist halt, die sind halt die Zeit rumgelaufen, sind wieder quasi im Ziel und brechen da jetzt halt ab. Aber sie brechen aus Kopf- und Vernunftsache ab, was auch völlig okay ist. Ich will es nicht, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist so, wir gucken gleich noch weiter. Aber es ist halt kein Abbruch, so nach dem Motto, bis die Grenze ist nicht erreicht. Martin hätte weiterlaufen können, hätte er. Wisst ihr, was ich meine? Es ist jetzt eine Vernunftsache abzubrechen. Ich habe damals, um das auch gleich zu sagen, bei meinem Mammutmarsch, als ich es vor 3 Jahren oder 4 Jahren probiert habe, gibt es auch ein Video zu, habe ich auch an so einem Checkpoint abgebrochen, aber nicht, weil ich komplett an der Grenze war, sondern weil ich vom Kopf her gesagt habe, okay, ich schaffe das eh nicht und bla, da war ich auch in einem anderen Zustand. Das ist das Einzige, was mich gerade so ein bisschen triggert, dass eigentlich ist die Grenze hier noch nicht erreicht. Meine Lieben, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt. Chris, damit machen wir beide zusammen ein dickes. Ich bin so froh, dass wir nicht weitergelaufen sind. Ich hatte die ganze Zeit eine offene Blase, eine offene Stelle und hab's einfach nicht gecheckt. Da war Dreck drin und der Fuß war einfach kalt und deshalb hast du nichts gemerkt. Jetzt ist doch gut. Ist doch gut, wenn du es nicht merkst. Aber die Wunde desinfizieren. Oh, einmal sauer machen. Geschafft. 13 Stunden, 30 Kilometer, barfuß. Ja! Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ja, also wie gesagt, allergrößten Respekt. Sehr, sehr geil. Ich glaube, ich... ne?